Du, ich habe zufällig, natürlich rein zufällig, dein Album da. Schön. Es gibt ein ist das erste eigene Album? Das ist das erste eigene Album, genau. Mhm. Heißt Esther Philly und dann hat es hier den Titel Ritz-Style. So, wenn man jetzt mal da drauf guckt, da sind also wirklich gar nicht mal fast nur deutsche Stücke drauf. Du hast es vorhin auch schon mal eingangs gesagt, du singst jetzt in Deutsch, hast aber natürlich auch schon mal in Englisch gesungen. Also der Ursprung von Ritz-Style ist ganz klar Englisch. Es gibt ja auch den Song Ritz-Style. Der Ursprung wird auch immer Englisch bleiben. Nur irgendwann haben wir uns einfach mal, oder ich habe mir irgendwann, ich schreibe ja meine Texte selber, war es mir ja einfach ein inneres Bedürfnis, auch mal deutsche Texte zu schreiben. Denn in erster Linie fühle ich in Deutsch, ich denke in Deutsch, ich spreche Deutsch. Und ja, deswegen habe ich einfach mal ein paar deutsche Songs geschrieben. Aber es kann auch mal ein polnischer, ein rumänischer, ein französischer, ein afrikanischer. Das ist Ritz-Style. Ich möchte, ja, ich denke irgendwie, die Menschen sind sowieso heutzutage immer offener geworden. Wir haben wesentlich mehr Musikrichtungen. Früher war das meiste, wenn du jemanden gefragt hast, was hörst du denn? Ja, Heavy Metal oder Rock oder Blues. Heute ist es so, dass die Leute ganz oft sagen, ich höre einfach das, was mir gefällt. Und eigentlich aus allen verschiedenen Richtungen. Warum soll man denn nicht mal in einem Künstler auch ganz viele verschiedene Richtungen haben? Jetzt bist du eine Musikerin, die wirklich von der Pike auf auch das Geschäft gelernt hat. Wir werden ja heute auch noch im Showteil einen jungen Musiker erleben, den Florian Ehlers, der ja bei einer großen deutschen Castingshow bei DSDS Finalist war. Und das ist ja nun so eine völlig andere Generation, sag ich mal schon, obwohl du ja selber noch eigentlich jung bist und trotzdem aber schon diese große Erfahrung hast. Ja, bitte sehr. Wie gehst du jetzt damit um, wenn es jetzt diese ganzen Castingshows gibt und also so diese jungen wirklich Talente, das muss man sagen, auch Florian, wir werden ihn ja nachher noch hören, ein großes Talent, wenn die jetzt so von 0 auf 100 plötzlich ins Rampenlicht katapultiert werden. Geht das deiner Meinung nach oder hast du jetzt durch deine Erfahrung da eine andere Meinung? Ich hätte mir gewünscht, als ich 13 war, dass es sowas gegeben hätte. Dazu, ich denke aber, dass es sehr wichtig ist, dass die Entscheidung von den Kids selber kommen muss. Und dass die auch einfach einen guten Apparat, eine gute Familie, gute Unterstützung haben, um einfach diesen ganzen plötzlichen Hype aufzufangen und auch den Druck, das ist ja ein Riesendruck, der da entsteht, die ganze Aufregung, weißt du selber, wir sind vielleicht heutzutage noch mal aufgeregt, wenn wir uns irgendwo im Rampenlicht blicken lassen. Die Kids haben natürlich auch unglaublich viel Arbeit in sehr kurzer Zeit zu bewältigen. Wenn einer das wirklich von ganzem Herzen möchte und seinen Weg da drin sieht und das von tiefstem Herzen will und fühlt, dann finde ich das eine tolle Geschichte. Was nachher draus wird, das sieht man dann. Gut, da kommt dann spätestens wieder dieser lange Weg, den du vielleicht auch schon gehabt hast. Da muss man also wirklich sehr stark arbeiten. Ich persönlich finde immer, dass es sehr wichtig ist, eigene Songs zu schreiben. Selbst hinter der Musik zu stehen, hinter den Texten, damit auch authentisch zu sein. Ich hätte große Probleme, wenn ich mir was aufdrücken lassen müsste. Ich muss immer aus meinem Leben und aus meinem eigenen Gefühl heraus mich mitteilen. Und Musik ist natürlich die schönste Sache der Welt, um sich auch nach außen und auch für sich selber mitzuteilen. Das muss jeder selber wissen. Ist vielleicht ein bisschen mehr Vermarktung, die dahinter steckt. Und Geldmacherei ist meine persönliche Meinung. Aber wenn einer wirklich Talent hat, schafft das vielleicht auch woanders. Wir müssen noch zwei Fragen klären, die in unserem kleinen Einspielfilm aufgetaucht sind. Die erste Frage ist, was hast du mit dem CSD zu tun in Oldenburg, mit dem Christopher Street Day? Also erstmal plädiere ich für die freie Liebe, das ist schon mal ganz klar. Dann bin ich gefragt worden, ob ich das machen möchte und habe gesagt, mit Vergnügen sehr gerne, weil ich das einfach unterstütze. Also erklären kurz, du hast beim CSD in Oldenburg, bei der Abschlusskundgebung hast du den Abschlusssong gesungen. Ich habe die Hymne, im Grunde genommen einen eigenen Song geschrieben und diesen Song heißt Neue Zeit, dem CSD zur Verfügung gestellt, weil ich finde, dass wir immer noch in einer alten Zeit, gerade was dieses Thema angeht, Homosexualität immer noch in einer alten Zeit leben und einfach noch viel zu wenig Toleranz an der Tagesordnung ist. Und deswegen haben wir das, die ganze Band, alle aus vollem Herzen und aus voller Seele und Überzeugung gerne mit unserem Song unterstützt. Ja.
Ja, und wer dabei gewesen ist, der hat auch gemerkt, wie wahnsinnig gut das angekommen ist. Du hast also auch da das Publikum überzeugt. Die zweite Frage, die noch zu klären wäre, ist die mit dem VfB. Ach ja. Was, bitteschön, hast du mit dem VfB zu tun? Also ich finde es immer schön, Fußball anzugucken, ist toll, das bringt mir total viel Spaß. Es ist aber eigentlich ganz profan. Ich habe einfach einen sehr guten Kumpel, Musikerkumpel in Oldenburg, der Uli Möhring. Und er hat einfach gesagt, Mensch, ich brauche für meinen Song noch so eine richtig schmutzige Stimme da drin, um da so ein bisschen Fußballschmackes reinzubringen. Ich habe nicht gegrölt, aber ja, und hat mich einfach gebeten, das mit einzusingen und... Auch das habe ich gemacht. Ich bin gerne flexibel. Und das Lied wurde ja seinerzeit im Stadion auch performt von Uli Möhring. Da war ich dabei. Ich weiß nicht, hast du da mitgesungen? Da kann ich mich da jetzt sicher. Da war auch eine dunkle Frau auf der Bühne. Ah. Aber ich war es nicht. Gut. Das war die Anja Meyert. Richtig. Genau, aber auch eine ganz tolle Sängerin hier aus Oldenburg. Aber mit Uli Möhring, da verbindet dich ja schon diese Zusammenarbeit. Du hast ja gesagt, dass ihr euch schon gut kennt und auch schon öfter was zusammen gemacht habt. Ne? Zusammenarbeit entsteht, glaube ich, unter Musikern für mich in erster Linie immer aus Sympathie. Dass die Chemie muss stimmen und dann, wenn man zusammen eine Idee hat, dann macht man was zusammen. Und das ist eigentlich das Schönste, die Vernetzung, die Menschen, die man kennenlernt. Miteinander Musik zu machen. Wie gesagt, das ist eine der schönsten Sprachen überhaupt. Gibt es auch nie Streit. Das ist gut. Dann sollten wir alle Musik machen, finde ich, oder? Ja, absolut. Die ganze Welt. Das wäre cool. Wie geht's weiter mit Esther, Philly und Band? Ihr habt jetzt das Album. Das kommt wann? Oder ist das schon raus? Also das Album ist ab sofort erhältlich. Entweder über meine Homepage esther-philly.de oder bei euch. Sehr gerne, natürlich. Klar, auf keinen Fall, auf jeden Fall, wollte ich sagen. Und dann, auf keinen Fall ein Problem. Nee. Und dann geht es auf Tournee. Was ist da geplant? Wir haben jetzt zurzeit im Moment erstmal eine Kreativpause. Das heißt, dass wir uns ganz viel darauf vorbereiten, Proben machen, es noch Verhandlungen, wo wir überall auftauchen werden, wo wir Konzerte geben werden. Und ich denke mal, wir werden auch hier in Oldenburg definitiv, das wird dann auch groß angekündigt, sicherlich noch 2 Konzerte machen. Und dann Anfang des Jahres geht's los. Prima. Wir freuen uns auf die Tournee. Und wir freuen uns, dass du jetzt mit deiner Band zusammen natürlich für uns auch noch singen wirst im Ritz-Style. Esther, lauf schon mal einfach ganz ungeniert auf die Showbühne. Und ich werde dir eine perfekte Anmoderation machen. Alles ich setze mich auch gerade hin. Okay.